Liebe Genossinnen, liebe Genossen, erst einmal recht herzlichen Dank für die Einladung zu eurem Landesparteitag. Das ist für mich eine Premiere. Aber mir geht es wie auf Bundesparteitagen auf. Bundesparteitagen bin ich eben für die Morgenandacht am Sonntag früh zuständig. Und sonst rede ich immer gegen Suppenkoma. Ich will versuchen, das ein bisschen kurz zu halten, damit es nicht so bräsig wird. Ich habe vor kurzem mal reingezappt in den SPD-Parteitag. Der wurde ja auf Phoenix übertragen. Und was mich fasziniert hat, war das Bühnenbild. Da stand Europa neu denken. Da dachte ich mir, wir haben in Europa mittlerweile eine Situation, fast 28 Millionen Arbeitslose. Wir haben 42% Jugendarbeitslosigkeit in Italien, 58 in Spanien, 61 in Griechenland. Wir haben mittlerweile eine Situation, dass nahezu die Hälfte der europäischen Menschen, Viertel der europäischen Menschen, 125 Millionen, in Armut leben oder an der Armutsgrenze leben. Wir haben eine Situation nach wie vor, dass das Casino noch wieder eröffnet ist. Die Finanzmärkte mit den Nationalstaaten faktisch machen können, was sie wollen. Und all diese Bilanz, ich sage euch, liebe Genossinnen und Genossen, da muss man Europa nicht neu denken. Verzeiht mir diese plagiatsverdächtige Formulierung. Man muss Europa nicht neu denken, man muss Europa verändern und dafür treten wir an. Das ist nicht unser Europa, liebe Genossinnen, liebe Genossen. Angesichts dieser Bilanz wenden sich die Menschen ab. Sie glauben nicht mehr an dieses Gründungsversprechen der Union, nahezu gleichwertige Lebensverhältnisse schaffen zu wollen. Sie sagen, die machen doch sowieso, was sie wollen und nicht das, was wir wollen. Und die im Europaparlament haben nichts zu sagen. Genossinnen und Genossen, das ist nicht so und das können wir an den Infoständen mit voller Brust vertreten. Wir haben Arbeitszeitverlängerungen verhindert. Wir haben verhindert, das Streikrecht zu demontieren. Wir haben 30 Millionen Hausangestellten in diesem Europa endlich einen arbeitsrechtlichen Status verschafft. Wir haben mitgeholfen, die Wasserprivatisierung zu verhindern, auf parlamentarischer Ebene. Wir haben Verbraucherrechte verbessert, Patientenschutz verbessert und den Zugang von 50.000 Jugendlichen, Haupt- und Realschülern in die Krankenpflegeausbildung offen gehalten. All das sind Erfolge, wo unsere Fraktion im Europäischen Parlament ganz massiv in der Front war und andere mitgezogen hat und es geschafft hat, Mehrheiten zu schaffen. Wer soziale Mindeststandards auf dieser europäischen Ebene zukünftig will, wer verhindern will, dass Arbeits- und Sozialrechte noch weiter demontiert werden, wer verhindern will, dass die öffentliche Daseinsvorsorge auf dem Profitaltar dieses europäisch-amerikanischen Freihandelsabkommens geopfert wird, der muss für andere Mehrheiten sorgen, der muss Linke wählen. Diese Botschaft im Wahlkampf zu transportieren, bitte ich euch sehr herzlich. Doch die Menschen wenden sich nicht nur ab, sondern sie wenden sich auch anderen Heilsbringern zu. Das Bundesverfassungsgericht hat ja die 3%-Hürde aufgehoben. Ich sag mal, im Ergebnis war das immer unsere Position, Demokratie als geschlossene Gesellschaft gibt's nicht. Aber in der Juristerei ist es wie in der Mathematik. Wenn das Ergebnis zwar stimmt, aber der Rechenweg falsch ist, gibt's trotzdem eine miese Note. Sie haben nämlich argumentiert, das Europaparlament ist ja gar nicht so wichtig, das ist ja eh kein vollwertiges Parlament. Da kommt es, ich sage es mal mit meinen Worten, nicht so drauf an, wenn da mal ein paar mehr Vollpfosten an und drin sitzen. Das ist nicht in Ordnung. Das ist unter der Würde des höchsten deutschen Gerichts, liebe Genossinnen und Genossen. Wenn Sie denn argumentiert hätten, Europa hat ein wesentliches Demokratiedefizit, das schleunigst aufgehoben werden muss. Dieses Europäische Parlament braucht gegenüber Rat und Kommission ein Initiativrecht und mehr Kompetenz. Dann wäre das richtig gewesen. Wenn Sie gesagt hätten, wenn dieses Europäische Parlament mehr Kompetenz hat, dann schauen die Leute genauer drauf, wen sie wählen. Und sie wählen nicht irgendwelche Irrgänger in der Politik, sondern schauen sich sehr genau an, wer da für ihre Interessen was zu verändern hat. Liebe Genossinnen und Genossen, das ist ein Thema, das wir im Wahlkampf treiben. Dieses Europäische Parlament muss endlich zu einem vollwertigen Parlament mit Initiativrechten werden und tatsächlich der Politik, die über den Ministerrat getrieben wird, in den Arm fallen können. Das ist heute noch nicht in vollem Umfang der Fall.
Dafür treten wir an. Mehr Demokratie, mehr Bürgerbeteiligung in diesem Europa. Das ist eine Kernaussage unseres Wahlprogramms, die ich euch bitte zu vertreten an den Infoständen. Nun wird sicher die AfD antreten. Die will zurück ins Nationale, trotz aller Verbrämungen und freundlichen europapolitischen Kriterien, die sie haben. Das wäre ein historischer Rückschritt. Wer wie die AfD formuliert, Europa ist schön, wenn die anderen alle bei uns reichlich und teuer einkaufen, ansonsten ihre Fachkräfte am besten billig bei uns abliefern und ansonsten die Schnauze halten, der vertritt eine europäische Politik, die den Endsieg des Ellenbogens oder besser gesagt Deutschland, Deutschland über alles ohne ökonomische Grenzen an Maß und Memel beinhaltet. Genossinnen und Genossen, das verdient unseren Widerstand. Da können wir klar dagegen halten. Dieses Europa gibt es nicht als Schönwettergemeinschaft. Die deutsche Wirtschaft hat in den letzten 10 Jahren 1.700 Milliarden verdient im innereuropäischen Handel. Da wäre genügend Geld da, eine solidarische europäische Ökonomie zu entwickeln, die auch die Krisenstaaten wieder mit guter Arbeit heranführt an die europäischen Lebensstandards, die wir unseren Menschen versuchen zu versprechen und zu verschaffen, liebe Genossinnen und Genossen. Vieles geht nicht mehr national. Umwelt, Energie, Wirtschaft, die Reregulierung der Finanzmärkte, all das muss auf europäischer Ebene und wesentlich im Europäischen Parlament reguliert und verantwortet werden. Wir treten an in diesem Wahlkampf und sagen, ein Mehr vom selben Europa braucht es nicht, liebe Kolleginnen, liebe Genossinnen und Genossen. Wir wollen eine andere EU. Wir wollen gute Arbeit, von der man eigenständig armutsfrei leben kann, statt einer ständigen Wuchergesellschaft in Sachen Prekarität. Nicht mal mehr die Hälfte der Arbeitsverhältnisse in Europa ist unbefristet einigermaßen tariflich entlohnt. Das ist ein Zustand, den wir dringend ändern wollen. Wir wollen antreten. Wir treten an für eine solidarische Wirtschaftspolitik statt dem ständigen Kaputtsparen durch die Troika-Politik. Wir wollen endlich das Primat der Politik wieder einrichten. Es kann nicht sein, dass die Finanzmärkte auf diesem Weg in Europa und weltweit ein Diktat führen. Da wedelt der Schwanz mit dem Hund. Das müssen wir zurückdrehen. Die Menschen müssen wieder entscheiden. Nicht die Banker, nicht die großen Konzerne und nicht deren Manager. Und wir wollen mehr Demokratie in Europa. Und ich sage ganz bewusst dazu, mehr Wirtschaftsdemokratie. Ohne eine wirtschaftliche Demokratie, die an der Basis in den Betrieben anfängt und bis auf die nationale und auf die europäische Ebene reicht, ist ein alternatives Entwicklungsmodell für Europa dauerhaft nicht denkbar. Wir setzen das entgegen den ständigen Versuchen, dieses Europa zu einem autoritären Regierungseuropa zu machen. Genossinnen und Genossen, eine marktkonforme Demokratie à la Merkel, in der in kleinen Zirkeln entschieden wird, wo denn die Reise hingeht, geht nicht. Wir wollen ein Europa für die Menschen, für die Völker, ein demokratisches, solidarisches, gerechtes Europa, das auf Beschäftigung setzt und seine Zukunftsversprechen für die Menschen einhält. In diesem Sinne bitte ich euch um einen sehr engagierten Wahlkampf. Ich danke euch für die Aufmerksamkeit. Applaus